Servus, grüß euch, der Dominik von der Skischule Klungitz ist da und heute befassen wir uns im Anschluss an die erste Todsünde mit der zweiten Todsünde des Skifahrens, nämlich mit der Innenlage. Viele von uns haben das Problem, dass wir uns immer nach innen bewegen in der Kurve und damit den Druck am Außenski verlieren. Und da gebe ich euch heute drei Tipps, wie man das vermeiden kann, wie man wirklich super geilen Druck am Außenski hat und dadurch auch die Innenlage vermeidet. Innenlage entsteht vor allem dadurch, dass man den Oberkörper nach innen kippen lässt, und das ist genau das Falsche. Knie, Hüfte, Sprunggelenk nach innen, ja. Oberkörper kehrt dahin, nach außen, immer weg vom Berg. Fangen wir mit der ersten Übung an. Die sieht man sehr, sehr häufig auch bei Rennfahrern. Die versuchen da die Hüfte nach innen zu drücken. Das übernehmen wir, weil die Übung ist echt Spitzenklasse. Wir nehmen den Arm, Rücken in die Hüfte rein. Stöcke können wir auf einer Seite, Innenseite nehmen und versuchen die Hüfte aktiv nach innen zu drücken während des Kurvenverlaufs und geben uns so auch Stabilität im Oberkörper und haben auch dadurch eine perfekte Position über dem Ski. Immer wenn ein Skilehrer oder wenn ein Trainer von einer Position über dem Ski spricht, dann heißt es, dass sich der Körperschwerpunkt am äußeren Ski befindet, über dem Ski. Okay? Schaut euch die erste Übung an, ich fahre sie vor. Viel Spaß dabei, probiert es. Nummer 2, wir nehmen die Stöcke ganz normal in die Hand, versuchen eine Spannung über die Außenhand aufzubauen, die uns da den Impuls gibt, den Oberkörper nach außen zu kippen, Hüfte nach innen, Knie nach innen, und dann drücken wir den äußeren Stock, den wir in der Hand haben, da zeichnen wir eine dritte Kurve in den Schnee und da geht es richtig ab, da drücken wir richtig in den Schnee rein und wechseln dann wirklich im Kurvenwechsel in die andere Richtung und drücken da auch den Stock rein. Schaut euch das an. Probiert das, baut eine Spannung über den Außenarm auf, werdet sehen, da funktioniert die Kurve gleich viel, viel besser und man hat auch deutlich mehr Druck am Außenski. Bei der dritten Übung, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum wir heute nicht das alles in einem Fluss haben. Wie beim vorherigen Video ist es so, dass extrem der Wind geht und wir dadurch einfach die Sprachsequenzen jetzt so aufnehmen müssen, und das ist, glaube ich, auch ganz okay. Das ist einmal was anderes. Dritte Übung, kommen wir mal zur dritten Übung. Nehmt die Stöcke in Vorhalte, dadurch baut ihr Spannung im Oberkörper auf, wirklich könnt ihr es gescheit fest in die Hand nehmen. Könnt ihr es ja auch ganz normal nur auflegen. Das ist in dem Fall eigentlich egal. Versucht einfach eine richtig gute Spannung im Oberkörper zu haben. Und dann schaut wirklich drauf, dass die Stöcke immer parallel zur Hangneigung sind. Okay? Und das nicht, indem man die Arme einfach nur hebt, sondern dass man wirklich den ganzen Oberkörper nach außen kippt und dadurch eine Parallele von den Stöcken zum Hang hat. Also sprich, die äußere Schulter geht nach unten schafft so die Parallele, nicht die Arme wechseln, sondern die Arme bleiben in einer stabilen Position und es kippt nur der Oberkörper nach außen. Arme in einer stabilen Position und es kippt nur der Oberkörper. Damit sind wir schon wieder am Ende unserer Tipps angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben. Abo ist sowieso immer super, wenn es da lasst. Und falls ihr wirklich andere Todsünden noch wisst und die behandelt haben wollt in meinen Videos, dann schreibt mir sie in die Kommentare. Wir nehmen das dann auf und drehen das dann ab und hoffen, euch damit dann das Tool in die Hand zu geben, damit ihr genauso einen geilen Tag erleben könnt, wie wir heute hier am Stubaier Gletscher. Bis dahin, bis zum nächsten Video, nächsten Donnerstag wieder einschalten. Dominik von der Skischule Klungitz, ich freue mich auf euch. Tschüss, Baba, ciao und Servus.